Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Portal 2 im Singleplayer-Modus. Und ich gehe jetzt hier in den Aufzug, damit wir auch unten, wenn wir jetzt runter oder, okay, in diesem Fall hochfahren, zur nächsten Testkammer ja nichts verpassen von den Sprüchen, die wir eventuell zu hören bekommen. Hallo, magst du auch mal laden? Danke. Hättest nicht ganz so hochfahren müssen, bevor du anfängst zu laden, aber na gut. Meinetwegen, dann fahr halt so hoch. Ist mir doch auch egal. Und, ja. Hoch geht's. 27. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. 500 Grad. Ist klar, da, wenn ihr da nicht sehr schnell seid, dann ist man ein Pampelmuse in der Dose. Keine Ahnung, was das sein soll, aber ich sag's einfach mal. Und ich muss doch nochmal die Priorität vom Rendering runterstellen. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Dann habe ich die Priorität eben wieder runtergestellt. Was soll's? Ich meine, wozu habe ich so viele Kerne, wenn ich sie nicht gescheit nutzen kann unter Standardeinstellungen? Das soll mir mal jemand erklären. Wie war das jetzt noch gleich? Ich glaube, ich musste irgendwie da hoch. Wie muss ich da hoch? Nee, ich muss... Leute, hier. Flup. Boy. Verdammt. Ja, ist gut. Ach, ich darf mich einfach nur nicht ganz an die Wand stellen. Ich bin jetzt extra nicht vorgelaufen. So. Jetzt, Settler, kann ich hier hochbringen. Sag mal, ich habe das wieder genau auf niedrig gestellt und trotzdem... Na gut, keine Ahnung. Ganz ruhig bleiben, sag ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Was remember? In future you tries to warn you about this test. Don't listen. Okay. Nicht vergessen, in der Zukunft wirst du dich selber über diesen Test hier warnen. Du sollst nicht darauf hören. Weil, wenn du darauf hörst, dann würdest du ja nicht in der Zukunft dich von diesem Test warnen können, weil du nicht weißt, was dieser Test überhaupt ist. Das heißt, es ist schon wieder so ein nettes Paradoxon, wie man es auch schon im, ja. Vergesst es. Das wird nochmal eine Rolle spielen, Paradoxon, aber noch nicht jetzt. Ich habe es gerade verwechselt, aber wird auch nochmal eine Rolle spielen. Und das ist schon mal quasi der erste... Die erste Anspielung darauf, die mir bisher ehrlich gesagt auch noch nie aufgefallen ist. Aber wie gesagt, man muss sich einfach nur mal ein bisschen umschauen. Und wenn man das Spiel dann schon mal gespielt hat, dann fällt einem doch noch so das ein oder andere auf, was einem sonst noch nicht so aufgefallen ist. Gut, mal hier eben oben jetzt einfach mal schnell ein Portal und dann, habe ich da jetzt ein bisschen hingespritzt und kann jetzt hier einfach zack durch und boing. Fliegen wir und hier guckt mal, hier fließt weißes Gel, was auch immer weißes Gel ist, aber guck mal, da kommen diese ganzen Tropfen raus, die wir unten hier schon in dieser Kammer gesehen haben und hier haben wir gerade vorher hochgespritzt. Kann ich da eigentlich boing? Ist ja lustig. Okay, wenn ich mich recht erinnere, muss ich mir aber dieses Gel mitnehmen. Da, schaut es euch nochmal an, wie weitläufig diese Anlage ist. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich geil gemacht, also. Von hier aus kann ich es mir auch nochmal holen, deswegen also diese Ausbildungsplattform. Und was haben wir hier? Accidents heard. You will be heard. Oh, da hat sich die Hand abgeschnitten. Mitarbeiter. Don't endanger others. Was? Du sollst keinen anderen aus der Gefahrenzone holen. The company, die Firma. Replacements are costly, also Austauschsachen sind halt kostenspielig. Science, Wissenschaft, Investigators, Epended Progress. Weiß ich jetzt gerade nicht, wer das heißt.
Aber okay, ja. Kann mir dann mal vielleicht gerne jemand hier unten in die Kommentare schreiben, was diese beiden Zeilen hier unten auf Deutsch heißen: Investigators, Dependent, Progress. Das kommt mir jetzt so spontan nicht, aber ich will es auch nicht extra nachgucken. Auf jeden Fall soll uns dieses Plakat halt davor warnen, dass wir uns keine Verletzungen zuziehen sollen, weil die Sicherheit geht vor und ja, wegen dem Geld wäre halt sonst Kacke, ne? So habe ich es zumindest verstanden und ja, beim ersten Mal habe ich mir gedacht, weil diese portaltierbar sind, hat es sicher was mit diesen Flächen hier unten zu tun, aber diese Flächen sind nur zur Verwirrung. In Wirklichkeit musst du hier drüben hin und ja, vor allem die ist zur Verwirrung. Die da unten lässt sich nämlich noch gebrauchen und zwar auf diesem Weg. Und hepp. So, dann bin ich auch schon oben angelangt und da kommen wir her und ursprünglich ganz am Anfang dieser Map waren wir ganz da unten. Also es ist unglaublich, wo man mit Portalen überall hinkommen kann. Nur will ich doch nochmal so festhalten. Und die Stelle ist jetzt läppisch, wenn man es weiß. Ja. Und zack. Hörst du das? Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Puppen fliegen, die in Löchern ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Transportat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an! Der weiß, wie man Leute aufmuntert. Ganz ehrlich, das muss man schon mal so sagen. Der weiß, wie man Leute aufmuntert. Und ja, hier ist jetzt eine ganz lustige Sache am Anfang zu tun. Und zwar muss ich hier diesen Würfel durch dieses Gitter mit dem Gäbel splitzen und dann kann der da irgendwo rausbouncen und ich sollte es theoretisch, gibt es da eine Errungenschaft für, wenn ich den fange, bevor er den Boden berührt. Ich könnte nicht mehr abstellen, weil wenn ich den jetzt einfach loslasse, dann bounzt der mir auch wieder weg. Aber ich kann ihn wieder sauber machen. Also ein Würfel, den ich nirgends draufstellen kann, der bringt ja nichts, weil hier habe ich Wasser und damit kann ich den sauber machen. Das finde ich halt schon eine saubere Sache, dann kann ich den nämlich da draufstellen und. Und dann passiert was? Ach, fährt es runter? Ah, das fährt runter. Okay. Okay. Dann, zack. Zack. Und boing, da hoch. Und jetzt muss ich einfach nur den Würfel wieder hier bouncen lassen, damit ich da hochkomme und. Ja. Aber wir sind hier unter der Erde. Du kannst den hier nicht einfach aus der Tür in ein Auto reinstecke und der kann heimfahren. Wir sind hier unter der Erde, Jungchen. Oder willst du mir ernsthaft weismachen, dass du hier, was weiß ich, 15 Kilometer hoch oder so, eine schräge Bahn von, sagen wir mal, 10 Grad oder so aufgestellt hast, damit er da gemütlich mit dem Auto hochfahren kann, was dann wahrscheinlich auch schon selbst mit Vollgas ein paar Stunden dauern könnte, bis man oben ankommt. Ich weiß es nicht. Das könnte man natürlich mit dem Satz des Pythagoras ausrechnen, wie lang diese schräge Bahn dann natürlich ist und mit den Winkelsätzen und bla und was so weiter und so fort. Wir erinnern uns, das haben wir alle mal gelernt in der Schule, aber nö, das muss jetzt wirklich nicht sein, aber hier hätten wir ein Anwendungsbeispiel. Wenn man sowas jetzt mal ganz genau wissen will, dann kann man das natürlich machen, muss man aber nicht. So, weiter geht's. Und ja, Aufzug, du musst nicht so ganz weit nach oben fahren. Du kannst auch früher schon aufhören zu fahren und mir den Ladebildschirm zeigen, weil wir sehen jetzt eh nichts mehr. Dankeschön. Ah, ich muss kurz was trinken. Ich rede hier schon seit über einer Stunde. Das ist halt, ja, das geht auf die Gosch.
So. Nach der Aufnahme muss ich unbedingt auch was essen. Ich hab Hunger. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ja, die Carolyn, die ist echt toll, die Carolyn. Ich mag die Carolyn. Ich weiß gar nicht, ob ich das Portal überhaupt brauche. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Thank you for your participation. Hier haben wir Case Johnson, also noch jünger war ich, glaube ich. Ja, inzwischen lebt er ja gar nicht mehr, aber zu den Zeiten der Bandansagen war er, glaube ich, auch schon älter. 3975 Meter. Ach so, ja, okay. Dann sind wir immerhin schon wieder ein bisschen hochgekommen, weil wir sind ja über 4000 Meter runtergefallen. Und auch da waren wir ja theoretisch schon ganz weit unter der Erde, denke ich. Okay, ich brauche das Portal, dann kann ich hier drüben einsetzen und hier einen ganz weiten Weg wieder zurücklegen und hier haben wir wieder irgend so einen Gelbehälter. Warte mal, wir sind aus dem Gelbehälter rausgefahren? Ernsthaft, willst du mich verarschen? Ach, Tatsache, ja, guck mal, das sind mehrere Gelbehälter übereinander. Unglaublich, wie riesig diese Karten sind, wenn man sich die mal nochmal anschaut. Beta, Pump Station Beta. Ist noch in der Beta-Phase, Okay. Blaues Gel und nicht beschriftet. Okay. Blaues Gel und nicht beschriftet. Ich glaube, da muss ich hoch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das dürfte so ungefähr hinkommen und. Nee. Das war jetzt dumm. So. Kann ich da durch? Da kann ich nicht durch. Kann ich hier vielleicht durch? Nee, hier kann ich auch nicht durch. Okay. Hier ein Portal setzen und hier ein Portal. Hier. Sag mal, hier ein Portal setzen. So. Was habe ich unten? Blau habe ich unten. Dann muss ich das Orangene da machen. Und mich schleudern. Um auf das Portal im Flug runterzuschauen, das finde ich schön. Und im Flug hat es auch wieder ein bisschen geleckt. Ah. Okay, da komme ich noch nicht durch. Ich muss erst hier die Pumpen aktivieren für Gelb-Pressure Control und Gelb-Pressure Control. Und da haben wir auch schon wieder eine riesen Pumpstation, aber diesmal mit einem orangenen Gel, Leute. Es kommt ein neues Gel ins Spiel. Da freue ich mich total, weil dieses Gel ist toll. So wie das ganze Spiel einfach nur genial ist. Ich liebe Portal. Das Portal 1 war das Spiel, weswegen ich mir ursprünglich einen Steam-Account gemacht habe, weil es einfach so geil aussah im Trailer und es gab es mal für eine Woche umsonst, als sie ihre Spiele für Mac neu aufgesetzt haben, die Leute von Steam. Da habe ich mir einen Steam-Account gemacht und ich habe es nicht bereut und dann haben wir irgendwann auch Portal 2 gekauft und ich habe es auch nicht bereut und das ist einfach super geniales Spiel. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar? Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ach ja. Da hatten wir auch gleich gerade mal so eine kleine Gesellschaftskritik bekommen. Boah, ich kann echt nicht mehr reden. Von wegen, dass Leute einfach alles für Geld tun. Manche hinterfragen vielleicht noch ein bisschen, aber sobald man dann nochmal mit den Scheinen wedelt, dann, machen sie es trotzdem. Das ist nicht so schön. Muss man schon mal sagen, aber man, ja. Also wenn der einem von der Parkbank aufgelesen hat, dann kann man es ja auch irgendwie verstehen. Ich meine, so ein
Obdachloser, der hier überhaupt nichts hat, der, ja, lässt sich für sowas vielleicht eher begeistern als manch andere. Was habe ich jetzt hier? Bin hier hinten noch nie lang gelaufen, aber das sieht irgendwie... Egal. Ich will es nicht weiter hinterfragen. Das sah irgendwie creepy aus, leicht. Okay, jetzt sind wir also in einem riesen Raum unterhalb einer Pumpstation. Ja, unterhalb einer Pumpstation und überhalb einer anderen Pumpstation. Und ich könnte jetzt natürlich hier runterspringen und versuchen, auf die andere Pumpstation zu kommen, aber das will ich nicht. Ich will vor allem erstmal sagen, bevor ich jetzt weitermache, dadurch, dass ich das Spiel schon mal gekommen habe, weiß ich, dass es hier jetzt eine gute Stelle ist, diesen Part sein zu sein lassen und im nächsten Part weiterzumachen mit Let's Play Portal im Singleplayer-Modus. Deswegen würde ich sagen, ja. Entschuldigung, da habe ich mich gerade irgendwie an meiner eigenen Spucke verschluckt. Frag nicht. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es für diesen Part gut sein und ja, über ein Kommentärchen oder Däumchen würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns einfach mal wieder im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Portal im Singleplayer-Modus. Bis dahin, ciao Leute!